Wie, es gibt hier noch Sitzplätze? Wie jetzt? Die fragmentiert doch mal eine Runde. Defragmentationsprogramm gestartet. Alle, die in einer Reihe sitzen, die einen Platz frei hat, aufstehen bitte. Die gesamte Reihe aufstehen. Los, ab, auf. Der Demon sagt, ihr müsst aufstehen. Prozess starten bitte. Und jetzt kuschelt euch zusammen, so dass am Rand die Plätze frei bleiben. Und dann setzt euch wieder hin. Genau, ihr kennt den Prozess schon. Schön. Das nennt man Multiple Threading, glaube ich. Okay, lasst noch ein paar Leute rein. Ansonsten, dieser gesamte Talk wird natürlich auf Saal 2 gestreamt. Das heißt, falls ihr keinen Platz mehr kriegt da draußen, in Saal 2 dürfte noch was frei sein. Aber ich denke, das war's soweit. Wir sind jetzt soweit. Kommt noch ein paar Leute rein. Sind die eigentlich erst erklären, warum wir da? Es gibt da immer noch freie Plätze da hinten. Es muss sich um Missverständnis handeln. Okay, seid ihr alle da? Okay. Das Spiel, was wir euch spielen wollen, ist ein kleiner Regelverstoß. Alle da? Na, was? Hier sind wir auch Plätze. Könnt ihr uns hören? Okay. Letztes Mal haben wir so ein kleines Spiel mit Popfolie gespielt. Und wir haben eine Weile darüber nachgedacht, was wir eigentlich gerne mal sehen würden. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem auch habt, aber ich habe ja immer so Meldungen in meinem Blog. Da braucht man schon mal so ein Facepalm-Picture. Ja, da nimmt man das erste Mal nimmt man den Picard, zweite Mal nimmt man Picard und Riker und dann kann man das noch hocheskalieren zum 3-Muller-Facepalm. Aber irgendwo ist Ende und ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal so viele Leute vor mir habe wie hier. Dann nehmen wir doch am besten die Mutter aller Facepalms auf. So, und wir haben hier drei Fotografen, die wir für vertrauenswürdig halten, die euch genau in dem Augenblick, wo ihr eure Hand vor dem Gesicht haben werdet, für den Facepalm fotografieren werden. So, wer nicht sein Gesicht auf dem Foto haben will, macht einfach mit beiden Händen Facepalm. Okay, sind wir soweit? Können wir? Alle bereit? Okay, 3, 2, 1. Und nochmal, das war so großartig. Okay, Moment, wir machen mal wegen dem, damit die Leute am Stream auch was davon haben, machen wir auch ein okay? Also, 3, 2, 1, super! Vielen Dank. So. Seid ihr so, dann bereit? Kann man die Lichtsituation wieder umdrehen. Wenn genau, jetzt wollen wir nicht mehr so viel von euch sehen. Nur hören. Aber hören wollen wir von euch. Genau. Okay. Ja. Ja. Moment.
jetzt ist Schluss. So, also dieses Jahr haben wir ja ein wichtiges Problem gehabt, weil eins der Highlights von unserer Show ist ja mal der Balls of Steel Award. Und da gibt es dieses Jahr das Problem, dass der so ein bisschen, da ist so ein bisschen die Luft raus, ja, weil eigentlich ist ja eben klar, wer den kriegen wird. Und dann haben wir uns gedacht, dann räumen wir das gleich mal am Anfang weg. Ja, also da, wir haben ja normalerweise immer eine sehr harte Konkurrenz um den Award, aber da war dann nicht mehr so viel zu holen. Dieses Bild aber im das Bild, war ein starkes Feld. Könnt ihr dieses Bild im Bild bitte wegmachen? Danke. Okay. Gut. Wir brauchen tatsächlich den ganzen Platz. Tut uns leid. Ja, wie gesagt, die Konkurrenz war hart, aber der Gewinner stand eigentlich dann so innerhalb von einem Tag fest. Da war dann nicht mehr so viel zu holen. Wir wollen euch trotzdem, was wir so übers Jahr gesammelt haben, natürlich noch sagen, auch wenn es weniger spannend ist. Da gab es zum Beispiel diesen Typen, der bei dem Chef vom israelischen Nuklearprogramm ins Haus eingebrochen ist und da ein paar Aktenkoffer rausgetragen hat. Ja. Muss man auch erst mal bringen, ne? Und dann gab es einen serbischen Regierungsvertreter, der beweisen wollte, dass... Die Grenzwerterhöhung total harmlos ist, besteht überhaupt keine Gefahr für die Bevölkerung. Also es ging um Aflatoxin, ist also schon ein ziemlich lästiges Gift, so, was also man nicht so gerne haben möchte. Aber naja, also gut, die Grenzwerte kann man ja immer anpassen und dann ist die Milch auch wieder sicher. Das ist halt so ein bisschen so ähnlich wie die E-Mail, ne? Da passen wir auch das Gesetz an und dann ist es sicher. Und genauso geht es auch bei Lebensmitteln. Und da musste dann der arme Minister ran und vor laufenden Kameras ein bisschen Milch trinken, um zu zeigen, wie sicher das alles ist. Eigentlich wäre das doch auch für die E-Mail mal so ein Ding, oder? Du meinst, wir lassen mal unsere Minister alle... Wir lassen die mal Mail schicken, um zu zeigen, wie das kann auch nur Popcorn-Kino werden, oder? Wir fordern einfach, die Regierung steigt auf die E-Mail um. Genau, schickt uns mal eine Mail mit der E-Mail, sagen wir einfach. Nein. Einfach sagen, okay, die E-Mail muss ab jetzt für alle Regierungskommunikation genutzt werden, auch die interne. Und Moment. Und als Gegenleistung machen wir da nicht mehr so viel Druck beim Informationsfreiheitsgesetz. Ja, dann gab es natürlich noch jemand, der, muss man schon sagen, so, also doch ein ziemlicher Contender war für diesen Boards of Steel Award. Muss man auch erstmal bringen, so, ne? Was zur Hölle? Dann gab es auch noch Leute, die haben das den Spieß mal umgedreht. Normalerweise ist es ja mal andersrum und die Polizei stellt die Drogen sicher, aber dann gab es auch Leute, die haben dann 30 Kilogramm geklaut. Jetzt haben wir so mal so ein Symbolbild. Honk, kannst du mal deines Amtes walten? Danke. Also die Details sind auch ganz witzig an der Stelle, weil Monate später erst aufgefallen ist, dass die Drogen fehlten. Die lagen da in einem Haus und aus technischen Gründen, wie es in der Pressemitteilung hieß, gab es da keine Alarmanlage, die das hätte detektieren können, ob da jemand anruft. Da gab es auch noch einen ähnlichen Verwandtenfall, da bekam nämlich eine Rockergruppe durch eine Verwechslung der Asservatennummer ein Paket mit so diversen Drogen zugestellt aus der Asservatenkammer. Und das eigentlich Bemerkenswerte daran war, dass sie dann die dann zurückgegeben haben und gesagt haben, ja, nee, sie sind gute Rocker, mit sowas haben sie nichts zu tun. Ja, das hier kennt man eigentlich aus Hollywood-Filmen. Daher fand ich die Fallzahlen recht überraschend. Also alleine in Nordrhein-Westfalen gab es zwischen November 2012 und April 2013 50 Fälle, wo jemand von hinten mit so einem Auto an so einen Truck rangefahren ist, hat das dann aufgemacht und dann die Sachen rausgetragen. Und der Truckdriver hat es am Ziel gemerkt.
Muss man auch erstmal bringen, ne? So. Einer der Leute, die schon relativ früh dieses Jahr auf der Liste für den Boards of Steel Award waren, war der Pianist, der auf dem Gezi-Platz inmitten dieser Halbrevolution in der Türkei sein Konzert mit einem Flügel gegeben hat und dafür auch kräftig gefeiert wurde. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der ein oder andere vergessen hat, wie das da sonst so aussah, haben wir ein paar Impressionen hier mitgebracht. Also das ist schon für so ein Klavierkonzert, naja, muss man auch erstmal bringen. Ne? Also, ambitionierte Umgebung. Also für die, wo man schwieriges nicht so Publikum erkennen kann. Dass, interessanterweise haben sich dann andere Leute Vorbild dran genommen, auch in der Ukraine. Ich finde dieses Bild auch so großartig. Das Bild ist toll, ja. Und auf solchen Demonstrationen passieren nicht immer allerhand unangenehme Dinge, insbesondere weil natürlich die Polizei der Meinung ist, so passive Bewaffnung muss man natürlich unterbinden, ne? Also insbesondere also rotes Kleid, passive Bewaffnung. Und so man fragt, wie kamen die eigentlich auf die Idee? Und dann kam so der Vorschlag, wahrscheinlich spielen die einfach lauter Games und haben dann so solche Vorstellungen, wenn sie so Frauen im roten Kleid auf Demonstrationen sehen. Auch in Brasilien irgendwie eindeutig Terroristen, also da ist vollkommen klar. Der Trendsetter in der Demo-Mode ist aber definitiv die Ukraine. Moment. Es wurde doch deutlich besser. Also da kann man doch eine Menge von lernen. Und auch hübsche Lichtkunst gab es nämlich dieses Mal in Ägypten. Und wir beobachten natürlich immer gerne auch die Trends bei so Demonstrationen. Also was gibt es so an Neuem so? Und dieses insbesondere wenn es um Technik und Hardware geht. Genau. Und dieses Jahr gab es da einen deutlichen neuen Trend, nämlich Bagger. Ja, also das hier ist auch in Gezi, bei den Gezi-Demonstrationen in der Türkei gewesen. Also nicht ganz neu, ne? Also schon irgendwie in Berlin bei der Räumung der Mainzer Straße gab es damals einen Baggereinsatz, wo dann irgendwie so ein Graben gebuddelt wurde. Aber danach war eine Weile nichts davon zu hören. Aber jetzt auch in der Ukraine mit... Und die... ja, also ich meine, so deutsche Technik, so ist ja so, sieht man ja, Zettelmeier gibt es nicht mehr, gehört glaube ich mittlerweile Volvo, aber so, da braucht man ja so eine industrielle Basis für, ne? Also muss ja irgendwie so Qualitätshardware muss man auch erstmal gebaut bekommen und dafür braucht man natürlich Strom. Und was uns ja immer erzählt wurde, war, ja, also wenn wir jetzt irgendwie diese Atomkraftwerke abschalten, dann ist eigentlich hier... Dann ist Licht aus. Zappenduster in Deutschland, passiert nichts mehr, so, ne? Umso überraschender war dann die Meldung vom Statistischen Bundesamt, dass der Export nach der Stilllegung von 8 Atomkraftwerken einen neuen Rekord aufgestellt hat. Das sind bestimmt die Energiesparlampen. Meinst du nur weniger vorher?